Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin. Heute sind wir mit dem Lektor in Finnland unterwegs. Dann spielen wir Fußball der ganz anderen Art. Und zuletzt sind wir auf der Brücke. Viel Spaß wünsche ich euch. Ganz besonders toll finde ich es ja, wenn man, bevor man in den Hafen kommt, dem Lektor zuhören kann und der einem so ein bisschen was erzählt über die Destination. Genauso war es mit Boris Henn. Er nimmt uns mit nach Finnland. Mein Name ist Boris Henn, ich bin Ihr Lektor auf der Reise und wir sind in Helsinki, das heißt nicht direkt in Helsinki. Wir sind eine Autostunde entfernt in Porvoo, der Sommerstadt, der zweitältesten Stadt von Finnland. Und ich nehme Sie jetzt mal mit auf einen kleinen Spaziergang. Wenn man hier in den kleinen Gassen von Porvoo unterwegs ist, dann hat man das Gefühl, man müsste jeden Augenblick Michael von Lönneberger begegnen. Oder man wäre in Bullerby und die Kinder würden hier spielen. Es ist eine kleine schwedische Stadt mit wunderschönen kleinen schwedischen Häusern. Und sie haben eine wunderbare kleine Bäckerei, eine Traditionsbäckerei. Die ist hinter mir. Und da gehen wir jetzt mal rein, weil wir müssen ja dringend mal probieren, wie schmecken die finnischen Zimtschnecken. Korvapusti. Ich hoffe, wir kriegen noch welche. Was hat Ihnen denn bisher am besten gefallen? Wir sind über die Brücke gekommen, sind die Straße lang bis zur Schokolateria. Ja, und haben Sie probiert? Ja. Na, selbstverständlich. Und wie war die Schokolade? Sehr gut. Sehr gut, hat geschmeckt? Ja, genau. Also so ein Geheimtipp, wo Sie sagen, und das muss man unbedingt auf jeden Fall essen? Hier jetzt? Also die Minze ist lecker. Die Minze ist lecker. Dann müssen wir auch noch mal dringend Minze probieren. Gucken wir mal. Das ist Toffee, das ist nicht so mein Ding. Minze. Genau das werden wir jetzt probieren. Das ist es, was ich gerade gekauft habe. Pfefferminzschokolade von Brunberg, hier in Porvoo hergestellt. Und ich werde es jetzt probieren, weil wir müssen ja gucken, ob das auch wirklich alles so seine Richtigkeit hat. Das ist köstlich, sehr, sehr lecker. Wir sind in Helsinki, wir sind auf dem Weg zum Dom und die Stadt ist ja offiziell zweisprachig. Helsingfors auf Schwedisch, Helsinki auf Finnisch, beides sind offizielle Amtssprachen. Aber hier in dem alten Teil der Stadt findet man manchmal noch Straßenschilder in drei Sprachen, denn auch die Russen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Wir sind auf dem Senatsplatz mitten in der Altstadt und natürlich ist der Dom das Sinnbild für die finnische Hauptstadt, gebaut von einem deutschen Architekten 1850. Karl Ludwig Enge aus Berlin hat ihn entworfen und hat diese Stadt neu aufgebaut, damals als Helsinki Finnlands neue Hauptstadt wurde. Wir sind auf dem Markt mitten am alten Hafen in Helsinki. Es ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Ort für die Touristen, denn hier kann man alle möglichen finnischen Leckereien probieren. Und der wichtigste Tipp, den ich eigentlich unseren Gästen immer gebe, ist, behalten Sie den Luftraum im Auge, denn die Möwen, die sind richtig gierig. Ein todsicherer Tipp, bevor Sie von Helsinki zurückkommen auf das Schiff, wäre das Strandcafé Birgitta. Birgitta hat köstliche Kuchen, köstlichen Kaffee und vor allen Dingen einen sensationellen Ausblick auf die Ostsee. Die Finnen sind die Kaffeetrinkweltmeister. 12 Kilo Kaffee pro Jahr und Kopf werden hier verdrückt. Das ist deutlich mehr als in Deutschland. Wir machen nur 7 Kilo. Und er ist köstlich und handgemacht und mit dem besten Blick der Welt. Und den genießen wir jetzt draußen auf der Terrasse. Und bei den ganzen feinen Delikatessen, die es bei uns an Bord gibt, ist es auch immer toll, wenn es als Gegenprogramm sozusagen Sportarten gibt. Neue Sportarten, wie zum Beispiel aus Frankreich Discoball. Das ist eine Kombination von Fußball und Disco. Glaubt ihr nicht? Guck mal. Discoball kommt ursprünglich aus Frankreich. Ich habe das irgendwann mal im Online-Stream irgendwo mal erhaschen können. Die Franzosen sind da wirklich sehr interessiert und haben da schon ihre eigenen Meisterschaften. Und ich fand das so interessant, was ich da sah. Das wäre doch was, das einfach auch mal hier auf der AIDA einfach mal auszuprobieren.
Es sind eigentlich normale Fußballregeln, in denen es aber darum geht, weder stehen bleiben zu dürfen, noch rennen zu dürfen. Das heißt also, alles muss irgendwie vertanzt werden und das jede Sekunde. Der Schiedsrichter hat auch die Möglichkeit, Tanzperformances zu bewerten. Das heißt also, wenn ein Team was richtig Tolles, Interessantes gemacht hat, vielleicht zusammen oder jemand alleine irgendwie so ganz spektakulär sich in Bewegung gesetzt hat, dann darf der Schiedsrichter natürlich auch einen Extrapunkt verteilen. Das haben wir heute auch ein paar Mal machen können. Es war super interessant, es gab tolle Tanzmoves, interessante Tore, Polonaise haben wir gesehen, wir haben alles gesehen. Ich fand's super, Spitzensache. Und jetzt habe ich mal was Nautisches für euch. Wir waren auf der Brücke und haben mal beobachtet, was so passiert, wenn unser Schiff in den Hafen einfährt. Viel Spaß! Pilot visible, 2 miles. Pilot party bridge, then please open up a port side for the pilot and prepare everything. Pilot boat now passing stern. Still good condition. Pilot boat. I am watching. 20 parallel. 10. Lock side. Yes. Pilot boat. On board, yeah. Once clear, close cycle. Pilot boat clear, close cycle, port side. And boat is clear. Midships. Radar is midship. Yes. Seagull and pilot on the bridge. Good morning. Good morning. Morning, pilot. Good morning. Welcome back. Starboard side is clear for turning. Step by step to starboard. No? Step by step to starboard. Radar starboard 5. Yes. Keep 10 degrees straight of turn to starboard. 10 degrees straight of turn to starboard. The direction of the wind is excellent. Yeah. Come to starboard 160. 160. Yes. The chief engineer in charge. 175. 175. Yes. Bridge forward. ECR bridge, we start the thrusters. Reducing further. 4035 on both. 173. 173. Midship the wheel. Midship the wheel. Yes. Engine stop. Engine stop. So rate of turn established. Leaving Aisha forward, sending spring. Spannende Häfen, neue Sportarten und tolle Kapitäne. Das gibt's bei uns auf jeder Reise. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht ihr auf www.aida.de oder euer nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, ihr habt darauf gewartet, die Verlockung der Woche. Wir starten in Bangkok und fahren als erstes nach Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nun besuchen wir Singapur. Weiter geht es nach Penang und Kuala Lumpur in Malaysia. Noch ein Halt in Ho Chi Minh Stadt und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Bangkok. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit wunderbarer Musik. Bis zur nächsten Woche.
to me. No one can say what we need to be. Why don't we lead the stars, changing the world to the end? I want you. It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.